Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda, The Minish Cap weiter. Und wir haben endlich das geheimnisvolle Tor gefunden, was kaum zu übersehen war. Way. Heilige Stätte. Hallo? Juhu? Links und rechts Kristalle? Und die Weiten des Alls. Na gut, das ist eine andere Dimension, das passt schon. Dupdi-dup. Mal gucken, ob hier irgendjemand ist. Geheimnisvolle Musik übrigens. Ah, ich sehe schon. Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Dupdi-dup. Lustige kleine Statuen. Also, die sehen sehr abstrakt aus, offen gesagt. Aber, na gut. Also Schwert in die Mitte und dann mit den Elementen hier ankommen und dann Kraft übertragen. Aber kann ich Kraft jetzt schon übertragen? Mal gucken. Zwei Elemente haben wir ja schon. Ist ja bestimmt schon kräftiger jetzt, oder? Doch, ich glaube schon. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Okay, das ist die Gebrauchsanleitung dazu. So. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Hering, probier's aus. Okay. Aufladen. Okay. Das sieht aus wie eine Magieleiste. Und jetzt? Wusch. Hey Hering, du bist zu weit gelaufen. Stell dich auf die leuchtende Tafel und lad das Schwert auf. Ja, aber hab ich doch und es passiert nichts weiter. Oder soll ich zur anderen Tafel dann laufen? Ah! Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Aha. So, und auf die Art und Weise wurde The Legend of Zelda Four Swords geboren? Nein, wurde es nicht. Kam Four Swords nicht vorher raus? Und sie hatten jetzt einfach nur das Dings da irgendwie übernommen? Für Minish Cap? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. In jedem Fall hängen diese Link-Abenteuer, wo man Multiplayer-mäßig irgendwie Zelda spielen kann, die hängen irgendwie mit Minish Cap zusammen, auch geschichtlich. So, lade das Schwert dort auf. Okay, ja gut. Dann haben wir das jetzt begriffen, das ist toll. Und jetzt? Weiß man nicht. Ja doch, weiß man schon, aber erstmal ein bisschen gucken. Gucken, ob hier irgendwo was ist. Na, hier ist nix, aber hätte ja sein können, aber da. Und jetzt nochmal rechts gucken, Schnu, weil ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass da jetzt irgendein tolles Geheimnis so rumliegt. Das ist aber natürlich nicht der Fall, aber das ist nicht schlimm, denn immerhin habe ich geguckt. Gut, so, dann machen wir jetzt Folgendes. Laden. Und. Boah, wie cool. Du. Wir haben einen Zwillingsbruder, der ab und zu erscheint. Und der ist gut gemeint. Okay. Und jetzt? Jetzt fehlen noch zwei Elemente. Der Minish-Älteste im Wald hat auf der Karte eingezeichnet, wo sie sind. Sollen wir noch einmal nachschauen? Wenn ich mich recht erinnere, müsste eines hinter der geheimen Welt von Tabanta im Westen sein. Im Westen, okay. Im Westen ist es am besten. Da gehen wir als nächstes hin. Ich sage jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz dem König und dem Minister Bescheid, dass ich das olle Tor gefunden habe. Einfach nur, damit ich Lobpreisungen höre. Oh, Link, du bist ja so klug und schlau und toll. Wir verneigen uns vor deiner wunderbaren Erscheinung. Wer hätte das gedacht? Das Tor zur heiligen Stätte ist mitten im Schlosshof. Für die anderen sieht es einfach nur aus wie eine Wand. Noch zwei Elemente und das heilige Schwert kann erschaffen werden. Ich zähle auf dich, Hering. Jo. Ah, der Eingang ist im Schlosshof? Meine Großmutter hatte also recht. Alle aus meiner Familie waren schon immer sehr aufrichtig.
Deswegen konnten sie die Minish und den Eingang sehen. Aber ich konnte sie nicht sehen. Woran mag das nur liegen? Ich habe keine Ahnung. Ich enthalte mich. Ich möchte keine Aussage machen, denn ich weiß nicht, ob es in diesem Königreich die Todesstrafe gibt. Hihi, haha. Heißer Hupsasa. Sehe ich das jetzt aber richtig, dass ich bei diesen Plattengeschichten nur, in Anführungszeichen, mich verdoppeln kann, aber nicht verdrei- oder vervierfachen? Oder sehe ich das falsch? Wir müssen einen Test machen. Na sowas, welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Hä? Kann es sein? Du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? So hängen die also zusammen. Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar! Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte! So warte doch, Vati! Ja, ist klar. Ja, Schnu! Boah, Hilfe! Okay, cool. Böse Moblins Goblins. Wie heißen die nochmal? Sind es Moblins? Ich hab keine Ahnung. Ups. Ich müsste es wissen. Au. Aber ich tu's nicht. Irgendeiner verbessert mich sowieso in Kommentaren. Was führt Vati nur diesmal wieder im Schilde? Hering, ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Okay, ich bin gespannt. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Oh. Ich bin in Tyloria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Oh cool, es wird uns sogar gezeigt. Nicht nur erzählt. Vati, was machst du da? Ach, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nun ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Nein! Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann auch der ehrenwerte Ezzelo nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden. Mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Alles klar. Gut, Hering. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Yay, wir haben eine gemeinsame Quest. Okay, Meister Ezzelo, ich kann dein Problem voll und ganz verstehen und nachvollziehen. Und ich werde dich auf deiner Vendetta unterstützen. So soll es geschehen. Und wenn nicht, so solle mich doch der Blitz treffen. Ich möchte jetzt was ausprobieren.
Ausprobieren, ausprobieren, tralalala. So, hier waren nämlich die Dingsters. So, wenn ich jetzt so mache. Und so? Ja, genau, okay. Ja gut, alles klar. Also, es geht nur das die Verdopplung. Ich gehe dann mal schwer davon aus. Wenn ich das dritte Element habe, kann ich mich verdreifachen. Und wenn ich das vierte Element habe, kann ich mich vervierfachen. Mag dies im Bereich des Möglichen liegen? Es könnte durchaus irgendwie so sein. Jo, jetzt hat er halt gesagt, ich soll in den Westen gehen, ne? Westliches Wäldchen. Hochebene von Bele. Aber wir können natürlich hier gucken. Weil eigentlich das westliche Wäldchen, das bringt mir ja nichts. Wir kamen da ja nicht weiter. Außer es hat sich spontan irgendwas verändert, was natürlich auch sein kann. Dass sich die Landschaft ein wenig anpasst. Zu meinen Gunsten. Aber auch hier kommen wir ja nicht weiter. Es sind überall diese dummen Steine. Diese dummen, schrecklichen Steine, mit denen ich nichts machen kann. Haben wir irgendwo... Ich meine, okay, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Ich kann übrigens jetzt auch Steine zerkloppen, natürlich. Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit bekommen, mit der ich mich verdoppeln kann. Hatten wir irgendwo eine Höhle gefunden, wo genau diese Fähigkeit relevant war? Relevant ist. Mit Verdoppelung. Ich kann mich jetzt eigentlich nur an diese Vierer-Dingsters erinnern. Nichts mit Verdoppeln. Aber es muss ja irgendwie irgendwo was geben. So, okay. Da es hier nicht weitergeht, gehen wir nach unten und dann nach links. Und finden hier und jetzt hoffentlich irgendwas Tolles. Nein, tun wir nicht. Moment. Westliches Wäldchen. Ich bin jetzt hier. Man könnte von oben kommen. Aber um von oben zu kommen, das funktioniert nicht. Das funktioniert alles nicht. Gut. Meister Itzelu. Jetzt fehlen noch zwei Elemente. Der Minisch-Älteste im Wald hat auf der Karte eingezeichnet sind. Sollen wir nochmal nachschauen. Hinter der geheimen Welt von Tabanta. Der geheimen Welt von Tabanta im Westen. Hinter der geheimen Welt von Tabanta. Welt von Tabanta. Hinter der geheimen Welt von Tabanta. Ich habe mich so drüber gefreut, dass ich endlich herausgefunden habe, wo es weitergeht. Und jetzt hänge ich schon wieder fest. Mann, Spiel, warum tust du mir das an? Dip, 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 dip. Ja, nö. Moment, war hier unten eigentlich noch eine Möglichkeit? Man kann hier lang gehen, ja. Aber das geht hier nicht weiter, weil keine Möglichkeit. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Wo? Es muss irgendwo eine bestimmte Stelle geben, wo ich mit der Verdoppelung jetzt weiterkomme. Oh Mann, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Ich will mit meinem verdammten Kurzzeitgedächtnis. Onkel Alberich, wenn ich jetzt sowieso hier bin, hast du vielleicht eine neue Info für mich? Das ist also dein Haus. Ein prächtiges Zuhause hast du. Und wo ist mein Zimmer? Ja, nee. Außer du zahlst Miete. Oh Hering, strengst du dich an? Ruh dich ruhig im ersten Stock aus. Ich fertige Schwerter für die Soldaten, die gegen die Monster kämpfen. Ich würde dir ja gerne helfen, aber du musst Prinzessin Zelda alleine retten. Wie üblich. Gewisse Dinge ändern sich halt nie in diesem Universum. Also, warum mache ich mir Illusionen? Ah, das ist dein Zimmer, ja? Ab jetzt also mein Zimmer. Hey, bist du nicht müde? Willst du dich ein bisschen ausruhen? Ja. Passiert etwas Magisches? Oh Gott, ist das süß.
Das ist ja super. Ja, das war gut. Also dann wollen wir mal wieder Hering. Diese Animation, ey. Das ist ja super toll. Eieieiei. Okay, allein dafür hat es sich gelohnt, nach Hause zu gehen. Das ist ja geil. Na gut, okay. Ja, ändert jetzt leider an meinem Problem auch nicht so wirklich was. Kann ich eigentlich hier irgendwie mit aufladen oder so? Macht das was? Nö. Hätte ja sein können. Schade. Wenn die mir aber auch Fuß des Gongolberges, von hier ging's nicht nach Süden. Von da ging's nicht. Ich könnte mal dort oben gucken, aber bringt mir auch nichts. Ich soll ja eigentlich in den Westen. Aber ich habe doch jetzt geguckt. Hat sich hier in der Stadt was verändert? Ist der olle Hund vielleicht weg? Kann ich jetzt an dem Hund vorbei? Herr Briefträger, bitte nerven Sie nicht. Vielen Dank. Hat sich hier etwas geändert? Die Schuhe sind immer auf dem Tisch. Das heißt, wahrscheinlich komme ich da nicht vorbei. Ich meine, das ist halt so das Ding. Ich habe jetzt gerade storymäßig ein bisschen was getriggert. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass sich in der Welt ein bisschen was verändert hat. Ja, man bekommt da ja eher nicht Bescheid. Wow, wow. Man bekommt da ja eher nicht Bescheid. Ich komme aus einem fernen... Ja, weiß ich doch. Brauchst du mir nicht erzählen. Ich kann nicht in dein Bett gehen. Ich wollte es nur mal ausprobieren und testen. Einmal Probe liegen, bitte. Halt, Moment. Was war hier? Der Block ist klein genug, oder? Kann das sein? Ah! Gott sei Dank! Fortschritt! Okay, gut. So. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Keine Ahnung, ob das hier irgendwie Erfolg verspricht. Aber für den Moment ist es jetzt, glaube ich, nicht die allerblödeste Idee, hier rumzulaufen. Und gegen Schweinepriester anzukämpfen und ja, zu versuchen, irgendwie weiterzukommen. Gut, okay. Wir machen jetzt hier an der Stelle aber erstmal wieder eine Pause. Und beim nächsten Mal setzen wir das Abenteuer hoffentlich erfolgversprechend fort. Ich sage jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.